Ich glaube, der Tee ist inzwischen kalt. Aber mir ist wieder warm. Wo willst du hin? Meine Schicht beginnt gleich. Oder willst du mich bei Schwester Renate entschuldigen? Nee, natürlich. Also Pflicht ist Pflicht. So. Danke. Also dann. Tschüss. Tschüss. Na, Doc, wie war die Mittagspause? Ja, ganz gut. Und selbst? Ach, also wenn ich Ihnen das erzähle, das glauben Sie mir nie. Das kann ich mir gut vorstellen. Hi. Hallo. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, klar. Worum geht's denn? Also, Marlon geht nicht ans Telefon und David und ich organisieren alles für die Trauerfeier. Aber für die Beisetzung brauchen wir seine Unterschrift. Ja, ich frage ihn nochmal. Es ist nett, dass ihr euch kümmert. David hat auch eine Traueranzeige aufgesetzt. Also, wenn Marlon einverstanden ist, dann würden wir die gerne in der Sonntagsbeilage drucken lassen. Ich denke, das gefällt ihm. Das ist wirklich schrecklich. Aber irgendjemand muss sich drum kümmern. Es gibt auch noch eine Menge anderer Sachen zu besprechen. Zum Beispiel wegen dem Essen nach der Beisetzung und... Vielleicht können wir das ja im wilden Mann machen. Ja. Sagst du dann mal um Bescheid, dass wir nachher vorbeikommen? Klar. Allerdings, Ja? Es wäre ganz gut, wenn er mal wieder rauskommt. Dann treffen wir uns im Dailies. Wenn du ihn dazu überreden kannst. Ich versuch's. Ich kann's aber nicht versprechen. Okay. Bis dann. So, die Blutungen haben wir jetzt erstmal gestillt. Jetzt bringen wir sie noch in die Aufnahme und dann schauen wir mal, ob sie noch innere Verletzungen haben. Aber bitte sagen Sie nichts zu meiner Frau. Sie macht sich sonst Sorgen. Wissen Sie was? Wir warten erstmal die Ergebnisse ab. Vielleicht haben wir dann gute Nachrichten für Sie. Okay. Soll ich ihn gleich hochbringen? Juna und Markus, könnt ihr den Patienten bitte zum MRT bringen? Sehr gerne. Danke. Ja. Ja, ihr könnt. Also es geht mich ja nichts an, aber läuft da was zwischen euch? Was soll denn die Frage? Nein, versteh mich nicht falsch. Ich würde es dir gönnen. Ach, wie großzügig von dir. Ich würde es nur gerne wissen. Ja, wie du schon sagst, es geht dir nichts an, was zwischen Juna und mir ist. Ja, verstehe. Verstehe. Toni, weißt du, du verstehst überhaupt nichts. Halt dich bitte einfach aus meinem Privatleben raus. Ist es angekommen oder soll ich es dir nochmal schriftlich geben? Also man kann eine Grabnutzung von 30 Jahren vereinbaren. Das kann man aber auch jederzeit verlängern. Für mich wäre das okay. Für dich auch. Marlon. Das ist gut. Hast du sonst noch Fragen? Nein. Meinst du überhaupt, du stehst das durch? Die ganze Zeremonie. Jonas Ritual hat mir irgendwie geholfen. Ich verstehe jetzt, dass Amnis Gast frei ist. Danke, dass du Jonas mitgebracht hast. Ich sag's dir, das wird sie freuen. Also gut, wenn es keine weiteren Fragen sind. Was ist? Ich bin immer für dich da, ja? Danke.
denn hier? Herr Fechter hat mir erlaubt, hier auf dich zu warten. Was ich fragen wollte, wie ist das Gespräch mit Marlon gelaufen? Ja, also er war sehr gefasst. Aber deine Zeremonie hat ihm echt geholfen. Das ist gut. Ja. Also, wenn es dir nichts ausmachen würde, dann würde ich gerne aufs Zimmer gehen. Es war ein saustressiger Tag. Hast du Lust auf eine ayurvedische Massage? Kannst du sowas? Du wirst staunen. Juna, warte mal. Willst du erst noch aufräumen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nein? Das mit uns funktioniert nicht. Und das weißt du jetzt schon? Meine Gefühle für dich sind nicht so, wie sie sein sollten. Willst du uns nicht wenigstens noch eine Chance geben? Juna, bitte. Ich möchte dir nicht wehtun. Schade. Das hätte was Schönes werden können mit uns.